Blöd ist nämlich, wir haben keinen Mammutbaum, der nennenswert älter als, ich glaube, 160 Jahre ist. Die Exemplare, die 160 sind, stehen schon wieder nicht an optimalen Standorten. Eigentlich ist tatsächlich hier mein Schwarzwald so einer der besten Plätze, die man sich für die Bäume vorstellen kann, weil sie eben Gebirge gewohnt sind. Hier auch ähnliche Böden wie in ihrer Heimat vorfinden. Also die Bedingungen sind nah am natürlichen Optimum, bis auf eben diesen Faktor mit dem Niederschlagmaximum im Sommer. Weshalb die hier einfach wachsen wie Schwein. So, also, damit wäre geklärt, die wachsen bei uns schneller als in Amerika. Und zwar ist es nämlich sogar so, dass diese Riesenbäume in Amerika noch Ausnahmen darstellen und noch mal viel schneller gewachsen sind als die durchschnittlichen dieser Bäume das eigentlich tun. Natürlich fallen die Riesenbäume mehr auf und man denkt, die sind alle so groß, weil es von den großen halt dann doch noch genug gibt, um quasi Touristen zu beeindrucken. Aber tatsächlich gibt es noch mal deutlich mehr als die paar Riesenteile, die halt eben da in diesem speziellen Park stehen, mit denen man Touristen beeindruckt. Und die wachsen gar nicht so beeindruckend. Wirklich überhaupt nicht eigentlich. Da kann vieles an mitteleuropäischem Zeug, also unsere einheimische Fichte zum Beispiel, die könnte da fast schon mithalten, fast schon. Aber so der Beeindruckungsfaktor, wo du denkst, Wahnsinn, was ist das für ein Wachstum, der bleibt aus, denn so ein Durchschnitts-Sequoia-Baum, der macht in den ersten 100 Jahren 48 cm BHD, das ist wirklich überhaupt nichts Beeindruckendes, das hat eine Fichte auch. Da gibt es sogar dickere Fichten hier bei uns. Nach 400 Jahren hat er 132 cm BHD. Das hätte eine Fichte, wenn sie dann 400 werden würde, wahrscheinlich wäre das auch möglich. Da müsste man aber dann vielleicht schon forstlich steuernd eingreifen. Also da wird es dann natürlich dann jetzt langsam im weiteren Bereich dieser Tabelle deutlich, dass die Teile dann halt trotzdem super alt werden. Nach 800 Jahren 219 cm BHD, da wird dann eine Fichte schon tot sein, weil so alt wird die, naja, die meisten Fichten nicht, bis auf dieses krüppelige Ding da in Norwegen oder Schweden, ich glaube Schweden war es. Und nach 2000 Jahren hat sie dann 4,27 Meter BHD. Natürlich ist das wahnsinnig dick, aber nach 2000 Jahren, also aufs Jahr gesehen, ist das ein Mini-Wachstum. Die machen dann also quasi pro Jahr durchschnittlich so im ersten, in ihren ersten Lebensabschnitt, wenn man so möchte, bloß 1,3 bis 2 Zentimeter Durchmesserzunahme. Das ist zwar immer noch gut, aber nicht so, dass du sagen würdest, boah. Gut, jetzt muss man nochmal sagen, der Wert, mit dem der Förster dann schließlich letztendlich die Wüchsigkeit eines Baums betitelt, das muss ich euch an der Stelle jetzt mal erklären, das ist der Zuwachs und der zwar der sogenannte, meistens nimmt man den sogenannten laufenden Zuwachs, sprich den durchschnittlichen Wert, den so ein Baum pro Jahr an Masse zulegt. Also Masse ist, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, im Forst immer klassifiziert als Festmeter und Festmeter, ein Festmeter ist ein Klotz von einer Kantenlänge von einem Meter, ein Würfel, also ein Kubikmeter Holz. Und wie gesagt, je nach Baumart hat man dann halt eben die Zahl, die dieser Baum, wenn er auf einem Hektar Reinbestand quasi steht. Einem idealen Rechteck, da stehen zum Beispiel nur Buchen und diese Buchen wachsen dann pro Jahr quasi über alle Buchen verteilt, so und so viel Festmeter. Im Fall von Buche wird das zum Beispiel jetzt irgendwas so um die 8 sein. Ganz grob. Und das Interessante ist, Buche wächst ja vergleichsweise langsam und man hat eben jetzt eben untersucht, wie ist es denn jetzt dieser Zuwachswert für eben die Mammutbäume in Amiland und da liegt der gerade mal bei 9, also durchschnittlich. Ne? Also nicht diese gigantischen Dinger, diese einzelnen seltenen Riesenexemplare, sondern der normale Redwood-Wald, den man theoretisch auch forstlich nutzen könnte, so wie dieser hier, in dem ich hier hocke, weil der wird ja auch forstlich genutzt. Also man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und demzufolge 9 Wachstum von 9 Vorratsfestmetern pro Hektar und ja, das ist nicht besonders toll. Die Fichte hat locker, 12 bei uns, ganz locker. Gibt es auch welche mit 14. Die Douglasie, die erreicht, wenn es richtig gut läuft, dann schafft sie auch 18. Also Douglasie geht ab wie Schnitzel. Und jetzt die wesentliche Zahl quasi vorneweg. Bei
diesen krassen Bäumen, in denen ich hier mehr oder weniger sitze, ist, die schaffen einen durchschnittlichen Zuwachs pro Hektar und Jahr, der allerdings nach einer anderen Methode berechnet war und demzufolge nicht so hundertprozentig korrekt ist. Man müsste also wahrscheinlich noch mal ein bisschen runter korrigieren, weil ich hier keine laufenden Zuwachswerte habe. Das ist unglaublich schwer zu berechnen und mit einem riesigen Aufwand verbunden. Das muss man auch über 20, 30 Jahre machen. Ich hatte keine 20, 30 Jahre Zeit. Da hätte ich ja kurz nach meiner Geburt anfangen müssen. Na egal. Jedenfalls, diese Dinger hier machen doch allen Ernstes einen Vorratsfestmeter Zuwachs pro Hektar und Jahr von 42. Ne? In ihrer Heimat 9. Hier 42. Wie gesagt, die 42 ist mit Vorsicht zu genießen, aber selbst wenn es nur 30 wären, und so wenige sind es dann nun auch wieder nicht wahrscheinlich, wäre das immer noch eine Verdreifachung. Mehr als Verdreifachung der Wuchskraft dadurch, dass man die Teile bei uns hingestellt hat. Okay, wenn man das jetzt weiß, stellt sich jetzt die Frage, ja, warum stehen da nicht im deutschen Wald überall nur Mammutbäume rum? Knackpunkt ist, erstens, die brauchen viel Pflege und enorm viel Licht. Das sind wahnsinnige Lichtbaumarten, heißt, man muss sie in einem hohen Abstand pflanzen, vergleichsweise sehr hohen Abstand, und muss alles drumherum quasi regelmäßig wegfräsen, was Schatten auf die Dinger werfen könnte. Wenn die auch nur ein bisschen Schatten abbekommen, dann sind sie im Eimer. Zweitens, wenn sie Kälte abbekommen, ein größeres Maß davon, dann sind sie auch im Eimer. Das gilt insbesondere für Spätfröste, also Fröste, die im Frühjahr, wo es eigentlich schon warm geworden ist, dann plötzlich nochmal ein Frost kommt. Da sind sämtliche jungen Mammutbäume tot, aber ausnahmslos, da sind sie super empfindlich. Deshalb eignen sie sich eben, ja, wie ich schon erwähnt habe, nicht nur wegen dem Niederschlag, sondern auch eben aus klimatischen Gründen nur für die westlichste Hälfte von Deutschland. Nur da kann man die wirklich anpflanzen. Nur da überleben sie den Winter, in Anführungszeichen, beziehungsweise den Frühling, der dann noch vom Winter überschattet wird. Das ist ja mehr so die Zeit, wo sie dann eingehen. Und was dann noch erschwerend dazu kommt, ist, dass sie zwar enorme Mengen an Holz pro Zeit produzieren, aber das Holz, das sie produzieren, ist scheiße. Das ist halt eben der Nachteil. Die eierlegende Wollmilchsau ist es dann doch nicht, denn das Holz, und ich kann euch nachher sogar mal welches zeigen, weil da hinten liegen noch ein paar Stämme davon rum, ist eben so weich und so leicht, dass es sich für keinerlei mechanische Anwendungen eignet. Also bestenfalls eine Waldläuferhütte kann man damit noch bauen, aber dann hört es auch schon auf. Heißt, wirkliche Bretter aus dem Kram, die irgendwelche mechanische Funktion haben, kannst du nicht machen. Was aber geht und was auch tatsächlich ein Faktor ist, weshalb man auch in Deutschland inzwischen Mammutbaumholz ganz gut verkaufen kann, ist, dass das eben der Name Redwood von der Holzfarbe kommt. Dieses Holz hat gerade im getrockneten Zustand dann so einen wunderbaren rötlichen Farbton. Ich versuche noch Bilder zu finden und blende sie euch ein. Wenn ich keine finde, dann tut es mir leid. Aber ich nehme natürlich nur Material, das urheberrechtsfrei ist, beziehungsweise zur Verwendung in so einem Video hier freigegeben wurde. Und da ist die Auswahl nicht so groß, beziehungsweise ich bin nicht so gut darin, sowas zu finden. Wie dem auch sei, jedenfalls, dieses rote Holz eignet sich hervorragend als Vertäfelung von irgendwelchen edlen Gebäuden. Also sprich, wenn man eine Küche hat und man möchte diese Küche, den Essbereich der Küche irgendwie mit einem besonders schönen Holz verkleiden, dann bietet sich Mammutbaumholz an. Wenn man eine Terrasse hat und möchte die Terrassenwand, also die Wand vom Haus an der Terrasse mit einem besonders schönen Holz verkleiden, dann bietet sich Mammutbaumholz an. Überhaupt, wenn man irgendwas verkleiden möchte und das genötige Kleingeld hat, weil noch ist das Zeug einfach selten, weil wir wenig davon haben in Deutschland und auch in Amerika wenig wirtschaftliche Bestände, wo das Zeug wirklich geerntet wird, existieren, ist das halt eben knapp und deshalb ist es entsprechend teuer. Aber im Prinzip ist das das ideale Holz, um irgendwas aus optischen Gründen mit Holz zu verkleiden. Nur tragend ist es halt nicht. Also man darf nicht erwarten, dass man daraus einen Schrank bauen kann. Das geht nicht, der bricht schon zusammen. Allerdings eben diese rote Farbe des Holzes kommt halt eben dadurch, dass dieses Holz ganz, ganz stark getränkt ist mit sekundären
Inhaltsstoffen, die den Abbau des Holzes verhindern. Es ist also zwar super weich und mechanisch völlig instabil, aber nahezu unzerstörbar für Pilze, Bakterien oder sonst was. Also kaum jemand kann dieses Holz nennenswert abbauen. Weshalb es dann also nochmal die zweite Anwendungsmöglichkeit durchaus gut geeignet ist, um irgendwelche Böden bzw. in irgendwelchen Außeneinsatz Dielen oder ähnliches zu bauen. Ein Haken ist halt eben wieder, dass sich diese Dielen schnell abnutzen werden, weil das Holz brutal weich ist. Aber im Prinzip kann man das auf einen beliebig feuchten Boden legen. Da wird sich die Pilze beißen, sich da quasi die nicht vorhandenen Zähne dran aus. Selbstverständlich auch mit Grenzen. Es ist abbaubar und mit der Zeit wird es auch mal irgendwann verfaulen. Aber erheblich langsamer als fast jedes andere bekannte Holz. Es gibt noch ein paar Tropenholzer, die können das noch mal besser. Aber gerade eben das, was wir in den mittleren Breiten anbauen können, da ist Mammutbaum, was die Verwitterungsresistenz angeht, absolut top. Und das ist vor allen Dingen deswegen lustig, weil ich bisher bei jedem einzelnen Baum, den ich euch vorgestellt habe, gesagt habe, die Verwitterungsresistenz ist relativ beschissen. Wenn man den auf den Boden legt, dann verrottet der sofort. Also das Holz. Und das ist hier halt jetzt beim Mammutbaum absolut das Gegenteil der Fall. Das hält wirklich unglaublich lange. Und diese Pilzresistenz, die macht ja ökologisch absolut Sinn. Ne? Die Bäume werden 3500 Jahre alt. Wenn die kein Holz hätten, was gegen Schädlinge super geschützt ist, würden die niemals 3500 Jahre alt werden. Andererseits kann man sich jetzt wieder fragen, aber wenn die so ein weiches Holz haben, das überhaupt ganz instabil ist, wieso werden die dann so riesig? Weil die ein unglaublich krasses Breite-zu-Höhe-Verhältnis haben. Man spricht da auch vom H-zu-D-Wert, Höhe-zu-Durchmesser. Das ist in der Forstwirtschaft gerne ein Maß, das angenommen wird, um einfach zu beschreiben, wie dick der Baum bei entsprechender Höhe ist. Und da gibt es dann quasi Bäume, die halt eben sehr schlank pro Höhe sind und Bäume, die sehr dick pro Höhe sind. Und der Mammutbaum hat einfach ein unglaublich gutes Verhältnis, was Dicke pro Höhe angeht. Also der ist quasi krass dick bei vergleichsweise geringer Höhe. Das macht ihn einfach dadurch so wahnsinnig stabil. Weil die meisten Bäume, die sparen ja quasi am Holz, versuchen Höhe zu erreichen, so gut es geht, damit sie möglichst nah ans Licht rankommen. Höhe ist wichtig, um einfach nah am Licht zu sein. Das ist so der wesentliche ökologische Faktor, weshalb Bäume überhaupt groß sind. Und ja, da muss man halt eben gucken, dass man so gut es geht halt eben Höhe erreicht und dabei so wenig Holz wie möglich verbraucht, weil wenn man sonst wächst man zu langsam in die Höhe. Und die anderen wechseln einem davon und sind vor einem am Licht und werfen auf einen Schatten und man hat als Baum dann keine Chance mehr. Und das ist bei den Mammutbäumen irgendwie so, dass die einfach so schnell wachsen in alle Richtungen, dass sie sich's leisten können, trotz schnellem Höhenwachstum, insbesondere in der Jugend enormes Höhenwachstum, es sich trotzdem noch leisten können, eben gleichzeitig, und das ist eben eine Einmaligkeit, das macht kein anderer Baum so, ein wahnsinns dicken Wachstum zu haben, gerade in der Jugend. Das ist ganz ungewöhnlich. In der Jugend ist es üblich, man wächst in die Höhe und bleibt ein ganz dünnes Stämmchen, weil da ist man ja eh noch nicht wirklich hoch und noch flexibel und kann eh nicht umgeworfen werden vom Wind, weil halt elastisch. Und das ist ein Mammutbaum halt Schnurz, der gleicht sein Scheißholz dadurch aus, dass er davon einfach viel hat. Ist auch eine Möglichkeit. Das ist aber faszinierend ist dabei, ist halt eben, dass das einmalig ist. Das macht kein anderer Baum so, diese krasse Strategie, ein Riesenbaum mit Scheißholz werden. Die Eiche, die wird auch groß, die wird auch dick und erreicht auch große Volumina. Also vergleichsweise, mit Mammutbaum kann man das ja hinten und vorne nicht vergleichen, aber mit anderen mitteleuropäischen Bäumen gesehen. Aber die macht das halt ganz anders. Die baut ihr Riesenvolumen quasi mit super hartem, super schwerem Hochwertigholz auf. Warum das alles so ist, das kann man nur rätseln. Und das ist also wirklich, dieses Ding ist faszinierend. Was ganz Spannendes und was ganz Besonderes bei Mammutbäumen ist die Fortpflanzung, wenn man so möchte. Nämlich, ich habe hier sogar einen Zapfen gefunden. Besonders an so einem Zapfen ist erstens, was ich ganz kurios finde, was aber gar nicht so speziell ist, der ist ziemlich klein, wenn man bedenkt, wie riesig der Baum ist. Schon mal ganz interessant, oder? Aber dieser Zapfen ist wahnsinnig massiv.
Also den kriegst du wirklich überhaupt nicht kaputt. Da kannst du mit aller Gewalt versuchen, irgendwie diesen Zapfen kaputt zu bekommen. Das ist fast unmöglich. Also wenn man ganz, ganz, ganz stark ist vielleicht. Aber er ist jedenfalls unglaublich massiv für einen Nadelbaumzapfen. Nur ein ganz kleines bisschen habe ich ihn kaputt bekommen. Ich bin stark. Aber warum ist das so? Dazu muss man jetzt wissen, so ein Zapfen sitzt bis zu 3 Jahre, also wird 3 Jahre locker auf dem Ast mit Nährstoffen versorgt, obwohl die Samen nach spätestens 2 Jahren schon reif sind. Das ist also quasi was ganz Interessantes. Normalerweise bei allen anderen Nadelbäumen, also fast allen anderen Nadelbäumen, ist es so, wenn die Samen im Zapfen reif sind, dann geht der Zapfen auf. Die Samen können rausfallen und haben so eine Flughaut und werden vom Wind über den ganzen Wald verbreitet. Das ist zum Beispiel bei sämtlichen einheimischen Nadelbäumen so der Fall, jawohl. Und ganz anders ist es eben halt eben beim Mammutbaum, da bleibt der Zapfen geschlossen. Die Samen sind da immer noch drin, obwohl sie schon reif sind. Der Zapfen wird weiter mit Nährstoffen versorgt und weiter am Baum gehalten, ist also quasi energieverbrauchendes Material, wenn man so möchte. Aber trotzdem wird der Zapfen mit den reifen Samen, die sofort keimungsfähig wären, immer noch weiter am Baum gehalten und weiter mit Flüssigkeit versorgt, um halt eben geschlossen zu bleiben. Denn wenn er nicht mehr mit Flüssigkeit versorgt wird, dann trocknet der Zapfen aus und dann erst öffnet er sich quasi und es entstehen diese kleinen Spalten hier im Zapfen. Der kann auch noch ein bisschen weiter aufgehen. Das ist jetzt einfach nur das einzige Exemplar, was ich gefunden habe. Um dann halt eben quasi im ausgetrockneten Zustand des Zapfens die Samen rausfallen zu lassen und dann können die Samen quasi keimen. Jetzt ist es aber so, dass der Baum eben gar nicht will, dass der Zapfen von sich austrocknet. Also der Baum lässt den Zapfen nicht austrocknen, er versorgt ihn weiter. Denn es gibt ein gewisses Ereignis, was nach Möglichkeit vorher stattfinden soll, bevor die Samen aus dem Zapfen entlassen werden. Und das ist... Und wenn man sich dazu mal die Borke anguckt, habe ich übrigens von einem toten Exemplar, also nicht, dass ich hier irgendwie jetzt die Bäume geschändet hätte. Da fällt einem irgendwie auf, insbesondere wenn man die anfasst, die ist ganz weich, fühlt sich auch so an und sieht so fluffig aus, so ein bisschen wie Dämmschaum oder irgend sowas in der Richtung, denn das ist kein Zufall, der Mammutbaum ist für seine Verbreitung auf Feuer angewiesen. Und wie wir ja gerade aus neulichen, geschichtlichen Beispielen, wenn man ein bisschen Tagesschau geguckt hat oder ähnliches, weiß, gab es Riesenwaldbrände in Kalifornien und die gibt es regelmäßig und die sind tatsächlich auch natürlich. Da brennen, also in dem Fall wurde garantiert wieder Brandstiftung betrieben, aber es ist trotzdem auch ein natürlicher Faktor, dass in Kalifornien die Wälder brennen. Und das weiß der Mammutbaum eben auch. Und jetzt brennt's. Und da ist die Strategie von so einem Mammutbaum, der ja irgendwas haben muss, um Waldbrände zu überstehen, sonst würde der niemals 3500 Jahre alt werden, hat er 2 Anpassungen. Nämlich erstens diese Dämmstoffborke. Das Zeug ist wirklich also so krass, da kannst du alles mögliche mit, die kann man auch quasi nicht anzünden. Also das ist der schlechtest vorstellbarste Zunder, den ich, abgesehen von Wasser, im Wald bisher so gefunden habe. Obwohl er diese feine Härchenstruktur hat, das brennt miserabel. Das glüht bestenfalls ein kleines bisschen, aber eben anders als ein Zunderschwamm beispielsweise glüht, der lange, lange glüht, glüht das halt nur ganz kurz und dann ist es wieder aus. Also das ist für ein Biomaterial ein unglaublich guter Schutz vor Feuer. Und dazu kommt noch, dass der eine wahnsinnig dicke Borke hat. Nicht unbedingt dieses Stück, was ich in der Hand habe. Aber gerade bei diesen alten Exemplaren ist die Borke bis zu 60 cm dick. Und da muss es schon wirklich so richtig, richtig krass brennen, dass da irgendwelche Hitze, auch nur allein Hitze, bis zum Holz vordringt. Bis zu den wesentlichen Teilen, eben am äußeren Bereich des Holzes, dem Cambium. Die sind so gut isoliert, denen kann ein riesen Waldbrand auch nichts anhaben. Was beim Waldbrand aber natürlich passiert, ist, dass die Hitze nach oben steigt. Das wird jetzt niemanden überraschen. Und oben, gut, die Nadeln, die sind ja relativ robust. Die halten da relativ gut lange der Hitze stand. Und die Bäume sind einfach auch so hoch, dass die Flammen nicht bis oben reichen, sondern nur die Hitze steigt nach oben. Weil die Flammen können auch nicht am Baum nach oben wachsen, denn... Dämmmaterial. Da brennt halt eben einfach fast unmöglich, dass da was brennt.
Was aber dann halt eben geht, die Hitze trocknet dann die Zapfen aus. Und wie ich ja gerade erwähnt habe, wenn die Zapfen ausgetrocknet sind, dann gehen die Zapfen quasi so ein bisschen auf, die Risse in den Zapfen, die Samen können raus und fallen entsprechend zu Boden. Und zwar passiert das dann mehr oder weniger erst nach dem Feuer. Also da ist noch eine gewisse zeitliche Verzögerung dazwischen. Also beziehungsweise wenn so ein Zapfen auf ist, dann ist es ja nicht so, dass die Samen da sofort rauskatapultiert werden, sondern die fallen da so nach und nach auch raus und da ist dann natürlich irgendwann das Feuer auch schon aus. Und so ein Mammutbaumsamen, der winzig, winzig, winzig klein ist, hat dann einfach einen wahnsinnigen Entwicklungsvorteil, weil er fällt quasi auf frischen, völlig kahlen Boden. Da ist alles weggebrannt. Da ist sämtliche Konkurrenzvegetation weggebrannt. Da ist die Humusschicht, die ganze Streu von den ganzen Bäumen, all das tote Pflanzenmaterial, was da quasi rumliegt, ist auch weggebrannt. Der Samen fällt quasi auf frischen, unberührten Boden, der zusätzlich eben durch die ganze Asche von dem Feuer noch extrem gut nährstoffversorgt ist. Also quasi beste Wuchsbedingungen. Und ja, der Baum wartet also quasi ab. Der hat ja Zeit mit seinen 3500 Jahren, bis ideale Keimungsbedingungen für seine Samen da sind. Und erst dann quasi lässt er seine Samen fallen und wartet auf ideale Bedingungen, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Aber ja, das finde ich auch wirklich so was Faszinierendes. Man nennt diese Anpassung an Feuer Xeromorph, glaube ich. Aber ich gucke das Wort auf jeden Fall nochmal nach und schreibe es euch entsprechend hier unten hin. Das haben einige Pflanzen, und aber wirklich in so einer richtig schönen krassen Ausprägung, wo das Feuer dem Baum wirklich überhaupt nichts anhaben kann, da ist auch wieder der Mammutbaum einer der Spitzenreiter. Das ist krass, krass, krass. Überhaupt diese Rinde, die ist auch unglaublich leicht. Das wiegt nichts, das spürt man quasi gar nicht, wenn man es in der Hand hat. Das wiegt wirklich nahezu nichts. So, das waren die spannenden Dinge, die man zum Mammutbaum sagen kann. Alles andere, was man zum Mammutbaum noch sagen kann, das ist dann nicht mehr so spannend. Beziehungsweise ich kann jetzt noch ganz viele Zahlen und Superlative hier unten irgendwo noch einblenden. Oder insgesamt noch ein paar Zahlen, hätte man noch mehr machen können, eben im Zahlen- und im Wachstumssektor. Aber ich glaube, das wird dann zu trocken. Das ist ja ohnehin schon trocken genug, das Thema. Daher würde ich sagen, machen wir hier alle. Dann wird es auch nicht unendlich lang. Und dann kann ich euch in diesem Sinne dann nur noch einen schönen Abend wünschen. Und bis zum nächsten Mal.